Achtet hier mal auf die linke Spur. Dort fährt ein Skoda, der laut dem Einsender 9 Kilometer lang die Autobahn blockierte. Es scheint so, als ob der Skoda-Fahrer ein persönliches Problem mit dem BMW-Fahrer hat. Er versucht, ihn die gesamte Zeit auszubremsen. Dem BMW-Fahrer wird das zu viel und wechselt auf die rechte Spur. Jedoch folgt ihm der Skoda-Fahrer und führt sein Verhalten hier weiter fort. Der Einsender hat sich nach dieser Aktion mit dem BMW-Fahrer in Verbindung gesetzt. Der Fahrer des BMWs hat sich dazu entschlossen, eine Anzeige gegen den Skoda-Fahrer zu stellen. Dieser soll ein Jahr Fahrverbot und eine Geldstrafe erhalten haben.